Das Kaliwerk Zielitz im Januarnebel. Von außen gesehen verhüllt sich der Kalimandscharo, doch der Abraum des Bergwerkes stellt die Betreibergesellschaft vor neue Herausforderungen. Denn bis zum Ende des Jahres muss das Beantragungsverfahren für die Erweiterung der Abraumhalde auf den Weg gebracht werden. Um das möglichst glatt über die Bühne zu bringen, hat man bei international renommierten Marktforschungs- und Beratungsunternehmen eine Studie in Auftrag gegeben, die die sozioökonomische Rolle des Werkes in der Region unterstreichen soll. Genau gesagt geht es darum. Das ist eine Satellitenaufnahme des Geländes des Kaliwerkes. Um weiter Abraum abzulagern, benötigt das Werk etwa 200 Hektar Fläche nördlich der bestehenden Halde. Diese Fläche ist ein Waldgebiet und es ist beinahe selbstverständlich, dass sich da Widerstand entwickeln wird, der Umweltschutzargumente nutzt. Dem hält jetzt die Studie umfangreiche Zahlen zu den wirtschaftlichen Vorteilen entgegen, die das Werk in Zielitz mit sich bringt. 1.800 Beschäftigte im Werk bringen eine Lohnsumme von 61 Millionen Euro im Jahr. Etwa ein Drittel davon fließt in den regionalen Einzelhandel. Mit den Aufträgen von etwa 25 Millionen Euro im Jahr 2013 sichert das Kaliwerk weitere 1.200 Arbeitsplätze. Und bundesweit geht die Studie davon aus, dass weitere 1.500 Arbeitsplätze direkt und indirekt vom Erfolg des Werkes in Zielitz abhängig sind. Rechnet man die Steuern zusammen, die in den zurückliegenden Jahren aus dem Werk in die Kassen der Anliegergemeinden geflossen sind, ist die Freude der Kommunalpolitiker über die Ergebnisse der Studie nachzuvollziehen. Also ich bin sehr erfreut über die Studie, weil sie zeigt, dass die Gemeinden, die nicht direkt von dem Werk über Steuereinnahmen profitieren, doch auch eine sehr positive Einstellung zu dem Werk haben. Und das überrascht mich zum einen, weil natürlich die Gemeinde Zielitz und Heinisberg, Lotsche, sehr stark finanziell profitiert und Investitionen ermöglichen kann, die anderen Gemeinden nicht können. Aber die Außenwirkung ist offensichtlich auch bei den anderen Gemeinden sehr positiv. Immer wieder wird betont, wie die Studie zu ihren Ergebnissen gekommen sei und wie freundlich man zu den verschiedenen Gesprächen empfangen wurde. Wir haben eine ganz klare methodische Strategie gehabt. Wir haben eine Kombination von quantitativen Analysen, wo wir jetzt heute sehr viel Zahlen gehört haben, und qualitativen Analysen gemacht, also Interviews geführt, Gespräche geführt. Und diese Kombination quantitativ-qualitativ, man sagt eben Triangulation der Methoden, haben wir dann zu einem gesamten vereint und sind dann so zum Resultat gekommen. Ja. Nimmt man aber die Fakten in ihrer Gänze zusammen, wundert einen das Ergebnis nicht. Ja gut, das ist eben das, was man über die Interviews mitgekriegt hat, was man gehört hat, was man an Rückmeldungen gekriegt hat und was die Zahlen auch zeigen. Es ist ja eigentlich nur eine Bestätigung, das, was viele gewusst haben, das wurde ja auch gesagt, oder? Dass K+S eine wichtige Funktion aus sozioökonomischer Sicht für die Region spielt. Also es ist eigentlich eine Bestätigung der Erwartungen, der Thesen, die schon bestanden haben. Ja. Das Kaliwerk Zielitz baut Rohstoffe ab. Das ist immer mit einem Eingriff in die Natur verbunden. Selbstverständlich, so wird immer betont, erfülle man die Auflagen, die sich aus den geltenden Umweltschutzbestimmungen ergeben. Das Ziel der Studie ist aber klar. In der Studie steht das, was wir uns erarbeitet haben. Das heißt, wir haben sehr viel Kraft reingesteckt, um diese Ergebnisse zu erzielen. Alle Mitarbeiter hier in Zielitz, aber auch der Betriebsrat und die Leitung. Und deshalb sind wir zufrieden, weil sich der Kraftaufwand gelohnt hat. Diese Studie ist dazu geeignet, Gegenargumente zur geplanten Hallenerweiterung von vornherein auszuschließen. Aus welcher Richtung erwarten Sie denn Widerstände? Also ich glaube nicht, dass die Studie die Gegenargumente ausschließen wird. Ich hatte es eben schon einmal gesagt, einige Kritiker kann man auch nicht mit Studien umstimmen. Das ist einfach so. Ja, wir erwarten schon, dass einige Nichtfreunde der Kaliindustrie sich auch hier in Zielitz melden werden. Und wir haben gesagt, wir haben Dialogbereitschaft signalisiert. Wir reden mit jedem, auch mit dem größten Kritiker, und versuchen, unsere Argumente diesen Leuten zu sagen. Und sie davon zu überzeugen, dass das, was wir machen, sozialverträglich ist, ökologisch in Ordnung ist und ökonomisch vertretbar auch.
Auf 116 Seiten wird, wissenschaftlich belegt, zusammengetragen, was alle Beteiligten und die Menschen in den umliegenden Gemeinden schon lange wissen. Ohne das Kaliwerk wäre die Region deutlich ärmer und mit Sicherheit auch eine ganz andere. Aber auch die jetzt geplante Erweiterung ist endlich. Wir reden jetzt über eine Hallenerweiterung, die wir im Jahr 2019 brauchen, um den Standort hier weiter betreiben zu können. Und wenn die Genehmigung erteilt ist, dann reden wir über eine Lebensdauer des Werkes bis mindestens Mitte des Jahrhunderts, also rund bis zu 2050. Doch nennenswerter Widerstand gegen die geplante Haldenerweiterung wird daher mit großer Sicherheit nicht aus der Region kommen.